Es war mit Sicherheit der schönste Moment im Zuge einer, so ehrlich muss man schon sein, verkorksten Saison, an deren Ende aber das Happy End stand. Der Klassenerhalt in der DEL2. Die Tigers, sie bleiben also drin. Sicher war das ganz lange nicht, bis in die zweite Playdown-Runde und da ins vorletzte, ins sechste Spiel musste gewartet werden, bis endlich Gewissheit da war. Umso größer der Stein, der allen vom Herzen fiel. Ja, definitiv Erleichterung. Die Jungs haben hart gekämpft, die haben wirklich alles gegeben, vor allem heute. Und das Spiel einfach gehalten. Wir sind alle erleichtert, die Fans sind erleichtert. Das war heute eine Bombenstimmung auch in der Halle. Und wir sind einfach froh, dass wir es heute gezogen haben. Das letzte Tor der Tiger-Saison. Gemacht hat es Danny Bindels im Tigerkäfig vor über 2700 Fans. Direkt von der Strafbank kommend in der 45. Minute. Da stand es zwar schon 4 zu 0 für Bayreuth, alle Treffer fielen im ersten Drittel, aber nach diesem Treffer war allen klar, hier brennt nichts mehr an, der Sack ist zu, der Klassenerhalt perfekt. Wir haben letztes Spiel in Heilbronn schon gut gespielt, wir haben davor gut daheim gespielt und wir wussten, dass die Jungs müde sind von Heilbronn, das sah man auf dem Eis, das sah man im Video und wir mussten die Verteidiger vor allem einfach bearbeiten und das haben wir gut hinbekommen die letzten drei Spiele. Und zum Schluss auch gut und verdient gewonnen. Am Ende wurde dann richtig gefeiert, vergessen die Monate des Leidens, der Niederlagen, der Frustrationen. Der letzte Sieg über Heilbronn. Fürs Erste machte er eine große Decke über all das und ließ Team und Fans eine große Einheit werden. Das war nicht oft der Fall in dieser Saison, aber es ist jedem klar, wie schön das ist. Ja, definitiv. Jetzt geht es heute erstmal den Kopf ausschalten und dann wird ab morgen im Endeffekt angefangen zu arbeiten und zu schauen, was war falsch in mir, was ist falsch gelaufen, was haben wir falsch gemacht, wo müssen wir arbeiten, was müssen wir besser machen, welche Steine müssen wir ins Rollen bringen. Ja, und dann uns fokussieren auf nächstes Jahr. Und wir wissen, dass viel Potenzial drin ist in dem Verein und auch in dem Standort, in der Region. Und ich glaube, es war allgemein ganz, ganz wichtig für die Region, dass wir drinnen bleiben. Und ja, wir müssen aber die richtigen Fazite ziehen und schauen, dass wir es nächstes Jahr besser machen. An den beiden ist es jetzt diese Einheit in der nächsten Saison, in der, DEL2 häufiger hinzubekommen. Sportmanager Rainer Schahn und Trainer Rich Czernomas, wenn er denn bleibt, haben dafür eine Menge an Arbeit über den Sommer. Jetzt aber ist erstmal Kehr aus und Abtauen. Ein paar Tage feiern, Urlaub. Und dann wird die neue Saison vorbereitet in Bayreuth, die dann achte in Folge in der DEL 2.